Die Lösung für dieses Problem bieten sogenannte Var-Args-Parameter. Ich kann nämlich schreiben, eine Prozedur oder eine Funktion Summe und schreibe jetzt int Punkt, Punkt, Punkt Zahlen. Dann kann ich hier drin was berechnen. Und zwar mache ich hier Folgendes. Ich initialisiere hier eine Variable Ergebnis mit 0, durchlaufe jetzt alle aktuellen Parameter und für jeden aktuellen Parameter, der übergeben wird, den addiere ich zu dem bisherigen Ergebnis dazu und liefere das Ergebnis. Was diese Funktion Summe macht, ist, ihr könnt prinzipiell beliebig viele Parameter, aktuelle Parameter übergeben werden. Wie viele es sind, kann ich ermitteln, indem ich hier den Namen nehme und dann Punkt längs dahin schreibe. Zahlen.Punkt längs liefert mir die Anzahl an aktuellen Parametern. Das heißt, ich kann einmal Summe aufrufen mit einem Parameter und ich kann Summe aber auch aufrufen mit 3, 4, 5, prinzipiell bis zu 100.000 oder was weiß ich nicht, beliebig vielen Parametern. Und Zahlen, und jetzt nehme ich diese eckigen Klammern von n, wobei n ein Ausdruck ist, von 0 bis Zahl.Längs minus 1, das ist der n-te aktuelle Parameter. Wobei n halt, wie gesagt, ab 0 beginnt. Schauen wir uns das mal an. In dieser Main-Prozedur wird jetzt in der Tat diese Funktion Summe dreimal aufgerufen. Einmal mit zwei Parametern, einmal mit drei Parametern und einmal mit einer ganzen Reihe von Parametern. Bei diesem Aufruf würde abgebildet, würden die 3, 5 als Parameterwerte übergeben. Zahlen.Längs liefert 2. Zahlen von 0, n gleich 0, liefert den Wert 3. Und Zahlen von 1 liefert den Wert 5. Bei dieser Funktion werden 3 Parameter übergeben. Zahlen.Längs liefert also 3. Ist ein Ausdruck, der jetzt 3 liefert. Zahlen von 0, ich sage hier mal immer von, ergibt 66. Der erste, Zahlen von 1 liefert 5 und Zahlen von 2 liefert den Wert von S1. Es ist nach dieser Berechnung ja gerade 8. Und dann kann ich halt entsprechend addieren. Und genau das gilt für Summe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, Zahlen.Längs liefert 10. Und hier kann ich über die sogenannten Indizes 0 bis 9 auf die einzelnen übergebenen Werte zugreifen. Wir werden noch hinterher sehen, dass das hier letztendlich vom Compiler überführt wird in sogenannte Arrays. Dazu gibt es eine eigene Unterrichtseinheit Arrays. Und dass das im Prinzip schon die analoge Arbeitsweise von Arrays widerspiegelt. Var-Args-Parameter gibt es seit Java Version 5.0 erst. Und es gilt noch zwei Einschränkungen. Eine Funktion darf maximal einen Var-Args-Parameter besitzen. Also hier sowas. Und dieser muss an letzter Stelle der formalen Parameterliste stehen. Ja, hier gibt es ja nur diesen einen Var-Args-Parameter. Hier könnte ich davor noch weitere Parameter einfügen, dahinter nicht mehr.